baldige Erfüllung der Ankündigung. Ihr, meine getreuen Diener auf Erden, ihr habt keine lange Zeit mehr bis zu eurem Wirken für mich und mein Reich. Denn die Stund ist nahe, die euch einen anderen Wirkungskreis schaffet als bisher. Ich gebe der Menschheit nur noch kurze Frist, sich zu besinnen, um dann selbst zu sprechen durch die Elemente der Natur, um ihr ein Zeichen zu geben von oben, dass meine Macht und mein Wille erkannt werden soll. Sorget euch nicht mehr um nichtige irdische Dinge, sondern stählet euch nur noch für eure Arbeit, für eure Mission, die zu erfüllen ihr euch mir angetragen habt. Bald wird sie ihren Anfang nehmen, und ich sage euch dies zuvor, auf dass ihr noch jeden Tag eifrig nützen sollet, auf dass ihr Stärke und Kraft in euch aufnehmet durch mein Wort, um standhalten zu können dem Kommenden, das auch euch in eurer Ruhe sehr erschüttern wird. Doch fürchtet euch nicht, denn mein Auge wachet über jedem meiner Diener, weil ich ihn benötige in kommender Zeit. Ein Sturm wird über die Erde gehen von unfassbarer Gewalt und wird entwurzeln, was nicht feststeht, als erstes Zeichen meiner Macht und Kraft. Und dann wisset ihr, dass der Tag im Anzuge ist. Dann löset euch von allem, was euch lieb ist, und harret meines Rufes. Nehmet Anteil an der Not der Mitmenschen und verkündet ihnen laut, was ich euch verkündet habe zuvor, dass ich selbst sprechen werde durch die Naturgewalten, dass ich selbst mich dadurch in Erscheinung bringen will. Sprechet und fürchtet euch nicht, denn ich selbst bin mit euch und rede durch euch die letzten Mahnworte zu den Menschen. Und so sich der Tag dem Ende zuneiget, holet euch wieder Kraft aus meinem Wort und banget nicht. Und ich werde die Erde rütteln und schütteln, und wohl dem, der meine Hand, meinen Willen darin erkennt, der meine Sprache sich zu Herzen gehen lässt und mich anrufet um Beistand. Seine Seele hat den Weg zu mir gefunden und ist nicht verloren, wenngleich er sein irdisches Leben hingeben muss. Denn die Stunde des Ablebens ist für unzählige Menschen gekommen, wie ich es verkündet habe zuvor. Und nachher setzet eure Mission ein, die eure ganze Kraft und euren Willen erfordert, die ihr aber auch ausführen könntet, so ihr euch mir verbindet und also mich selbst durch euch wirken lasset. Und so wisset denn, dass euch nicht mehr lange Zeit bleibt und jeder Tag noch wertvoll ist für euch, um Kraft und Licht aufzunehmen aus meinem Wort. Bedenket dies und stellet eure geistige Arbeit vor die irdische. Denn letztere wird hinfällig sein, erstere aber wichtig, so ich gesprochen habe von oben. Erkennet mich in meinem Wort und glaubet, werdet nicht schwachgläubig, dass ihr also zweifelt an der Wahrheit meines Wortes, sondern erwartet von Stund an die Erfüllung meiner Ankündigung. Denn ich zögere nicht mehr lange, weil es nötig ist für die Menschheit, dass ich mich offensichtlich äußere. Und so ihr mir dienen wollt, so haltet euch bereit, denn ich rufe euch, so es an der Zeit ist. Amen.